Der verzauberte Adventskranz von Barbara Greinwald. Johanna sitzt vor ihrem Adventskranz. Schweigend schaut sie in die Flammen. Morgen werden alle Kerzen brennen, denkt sie und knabbert an einem Weihnachtskeks. Immer, wenn Johanna sich den glitzernden Adventskranz betrachtet, scheint es ihr, als ob ein besonderer Zauber davon ausgeht. »Johanna, ab ins Bett!« Johanna schreckt auf. »Ja, Mama«, ruft sie und bläst die Kerzen aus. Dann tapst sie zu ihrem Bett und lässt sich in ihr weiches Kissen fallen. Durch die Vorhänge fällt Mondlicht zum Fenster herein. Im Licht des Mondes glitzert und funkelt der Adventskranz. Im nächsten Moment ist sie eingeschlafen. Plötzlich klingelt der Wecker. Auf einen Schlag ist Johanna wach. Dicke, weiße Flocken fallen vom Himmel. »Endlich«, ruft sie, »endlich der erste Schnee!« Den ganzen Tag verbringt Johanna mit ihrem kleinen Bruder im Schnee. Es will gar nicht mehr aufhören zu schneien. Erst am späten Nachmittag beim Adventstee fällt ihr der Adventskranz ein. Schnell schiebt sie sich noch ein Plätzchen in den Mund und hastet die Treppe hoch in ihr Zimmer. Bald hat Johanna die ersten drei Kerzen angezündet. Wieder drückt sie auf den Knopf des Feuerzeuges und hält die Flamme gegen den Docht der vierten Kerze. Sie zuckt erschrocken zurück. Goldene Funken sprühen aus der Kerze. Noch einmal versucht sie es. Endlich brennen alle vier Kerzen. Johanna rückt noch etwas näher an ihren Schreibtisch. Verträumt fährt sie mit ihrem Zeigefinger durch die große Flamme der vierten Kerze. Plötzlich wirbeln Flammen um das Mädchen auf. »Es brennt«, will Johanna rufen, doch aus ihrem Mund kommt kein Wort heraus. Auf einmal steht sie barfuß auf sandigem Boden. Vor ihr steht ein Stall, über dem ein großer Sternstumpf funkelt. Er erhellt die Nacht. Johanna öffnet die Tür einen Spalt und späht hinein. Das Erste, was sie sieht, ist eine Futterkrippe, in der ein kleines Baby liegt. Freudig strampelt es mit den kleinen Füßchen. Dann fällt ihr ein Mann mit einer Stallaterne und einem Stab auf. Die Laterne erhellt den ganzen Stall. Neben der Futterkrippe kniet eine junge Frau, die so schön und lieb aussieht, dass Johanna ganz warm ums Herz wird. Von der Seite stupst sie etwas Nasses und Weiches an die Schulter. »Ia!« ertönt es. Neben ihr stehen ein Ochs und ein Esel. Noch einmal stupst der Esel sie an, als ob er sie dazu bringen will, näher an die heilige Familie heranzutreten. Zögernd folgt Johanna der Aufforderung des Esels. Auf einmal blickt Maria zu ihr auf. Sie lächelt, aber spricht kein Wort. Dann hebt sie das Kind vorsichtig aus der Krippe und legt es Johanna in den Arm. Lange steht Johanna da und hält das kleine Jesuskind in den Armen. Das Kindchen lacht und versucht, Johanna an den Haaren zu ziehen. Nach einer Weile legt sie das Baby behutsam zurück auf das Heubett. Ein kalter Luftzug lässt sie frösteln. Erstaunt blickt sie sich um. Sie war am Adventskranz eingeschlafen. Ein Windhauch hatte sie aufgeweckt und die Kerzen ausgeblasen. Es ist alles nur ein Traum gewesen, doch etwas ist anders. Neben dem Adventskranz steht ihre kleine Holzkrippe und Johanna kommt es so vor, als lächelte sie das Jesuskindlein, das darin liegt, kurz an. Auf jeden Fall ist das der schönste Traum gewesen, den Johanna in ihrem ganzen Leben hatte.